Ja, aktuell tatsächlich haben wir, glaube ich, aktuell noch ein paar Leute, die falsch sind. So, das kam jetzt auch hier jetzt nochmal raus. Die einfach, wo wir halt einfach schauen müssen, dass die, also wo wir einfach schauen müssen, dass die halt ihre Arbeit machen. Das sollte eigentlich nicht so sein, sondern sie sollten halt ihre Arbeit machen. Und bei Problemen sollte man halt drüber reden. Aber wir sind da halt voll so in dieser Control-Funktion, was vielleicht auch einfach ein Führungsproblem ist, von unserer Seite aus. Also so eigentlich Mitarbeiterführung und vielleicht auch nochmal so, ja, auch einfach HR, dass wir die falschen Leute haben, zum Teil. Ja. Nicht alle, aber so ein, zwei. Und das macht ja schon bemerkbar. Ja. So das Thema, dass die Leute die Arbeit nicht machen, könnt ihr das nicht irgendwie mit Checklisten einfach vorbeugen? Safe. Aber. Also du brauchst dann trotzdem Leute, die Bock drauf haben, das gut zu machen. Also nur eine Aber du hast Checkliste. halt dann trotzdem Leute, die einfach nicht Verantwortung übernehmen. Ja, teilweise sehr unzuverlässig. Unzuverlässig. Guten Jobs und die verstehen auch voll, die sind auch Genau. technisch so Persönlichkeitstypen? richtig Hä? gut. Persönlichkeitstypen? Executive, der eine. Aber so zum Beispiel gestern war Kundencall, Genau, ist ein gestern bestes Beispiel schon wieder. Ich sitze hier, ich habe einen Kundencall abgesagt, weil ich meinte, ich bin halt nicht da. Das ist so ein Monthly-Meeting, wo ich halt auch dann nochmal drin bin. So, und ich habe aber mit David jetzt nicht drüber geredet, dass der Call stattfindet. Philipp schreibt mir nach dem Meeting und sagt so, ja, schade, dass von euch keiner dabei war. Ah, hat David also den Call nicht gemacht, hat er verpennt. So, warum schaut er nicht in seinen Kalender rein morgens? So. Klingt so ein bisschen nach so einem Remote-Problem. Weiß jetzt nicht, also. Aber wir hatten Daily an dem Tag morgens sogar. Ja, wir hatten einen Daily. Wir hatten. Wurde in dem Daily gesagt, was liegt heute an von dieser Person? Und hat diese Person gesagt, jo, heute liegt das und das Meeting an? Nee. Also dann war das ein richtiges Daily. Ja, aber hat er es vergessen oder hat er es nicht in seinem Kalender gehabt? Es war in seinem Kalender, aber ich hab's, also ich war ja auch mit in dem Daily, ne? Ich hab's nicht gesagt, so, weil für Ja, mich war das halt. dann ist die Führung klar. Findest Ja, aber ich finde, aber ich find's, ich kann's ja wohl als ich kann's ja wohl als normal ansehen, dass eine Person in den Kalender schaut und wenn da Meeting ist, dass er weiß, dass da Meeting ist. ja, Oder? auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, was die letzten 3 Monate in der Führung vielleicht falsch gelaufen Ja, ist. genau. Das ist Das ja nur ein sind Symptom Sachen einer einfach. Ursache. Das ist ja, dass er das nicht anschaut, heißt nicht, dass er so stumpf ist und seinen Kalender nicht findet auf seinem Handy oder auf seinem Laptop, sondern dass halt einfach das nicht ernst und keine Verantwortung dafür so wirklich trägt. Und das Ja. ist ein Symptom der Führung der letzten Wochen und Monate. Ja, dass er gar nicht das Gefühl hat, dass er das muss. Ja, und wenn Dass du, er dafür verantwortlich genau, ist, oder das was? nichts Wichtiges als Führungskraft darf man 2 Dinge nicht machen. Einfach erwarten, ohne es vorher klar besprochen zu haben und vor allem von nichts ausgehen. Ich gehe von davon aus, dass er weiß, dass er das dann im Kalender hat. Ja, so. Wenn ihr Grundregelgespräch, die Führung eng ist, so, dann kommt sowas gar nicht vor. Wenn der Frame bei den Mitarbeitern richtig gesetzt ist, dann passiert sowas gar nicht. Ja? Und dann weiß er selber am nächsten Tag so, oh fuck, Alter, ich habe das verpeilt, Mann. Sorry, das kommt nie wieder vor. Ja, aber dann so, er hat Aber sich was halt. wäre dann richtiges Framing deiner Meinung nach dafür? Das ist jetzt so eine allgemeine Frage. Ich weiß nicht, was du die Nee. letzten Monate vorher gemacht hast. Weißt du? Ja. Guck mal, aber wie bist du denn jetzt mit dem Mitarbeiter umgegangen, der da nicht Ich aufgetaucht habe ihm gesagt, jo, das ist deine Verantwortung, dass du sowas auf der Platte hast. Geht nicht. Was hat er denn gesagt? Warum hat das nicht Ganz geklappt? dumme Ausrede. Er meinte, ja, er hat jetzt sich in seinem Kalender jetzt so Blöcke eingetragen, so, keine Ahnung, dass er halt morgens immer Creative Briefings schreibt. Das hat er sich jetzt in den Kalender eingetragen, dass er da so Fokuszeiten hat. Und dann Was meinte er hat das mit dem deswegen, Termin zu tun? genau, Ja, nichts. aber was hast du ihn dann hast du ihn gefragt? Was hat Ja, das ich mit habe dem ihn Termin gefragt, er zu hat doch nicht geantwortet. Okay, ja, das Wir haben noch nicht geantwortet. Also, per Slack. Ja. Ach so, ja, das ist, ja, du. So, also, und das wirklich muss man lernen, vor allem bei diesem Slack, diese Mitarbeiterkommunikation, die muss persönlich stattfinden. Ihr müsst sowas, wenn es ein Problem gibt oder etwas, was dich gestört hat, nimm entweder den Hörer in die Hand und ruf ihn an oder mach einen Termin mit ihm und sag, hey, hast du da und da 15 Minuten, ich will kurz eine Sache abchecken. Sowas muss face-to-face persönlich gemacht werden. Du musst ja auch sehen, wie reagiert der, wie ist die Körpersprache, lügt er mich gerade an oder nicht. Per Chat hat er 20 Minuten Zeit zu überlegen, was schreibe ich da jetzt. Also kannst du Naja, deine voll. Mitarbeiter nicht per Chat führen. Und das meine ich mit Remote, ja. Wenn eine enge Führung da ist, wenn ein enger Austausch da ist, aber je weiter der Sale oder der Mitarbeiter weg ist, desto enger musst du an ihm dran Führen. sein. Ja? Also solche Sachen, Problemsituationen, Dinge, die Mitarbeiter nicht gemacht haben, das muss immer face to face, direkt persönlich, am besten per Zoom, ja, Naja, voll, voll. stattfinden. Und ganz wichtig, in dieser Erklärung musst du dem Mitarbeiter auch ganz klar erklären, was das jetzt für einen Schaden für das Unternehmen bedeutet. Das muss er verstehen. Ja.
Mhm. So, du bist nicht zu Termin gekommen, der Kunde ist enttäuscht. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Kunde kündigt. Der Kunde zahlt wie viel im Monat? 5K. Das ist ein fucking Gehalt. Dieser Kunde ernährt uns. Ja. Ja, ist so. Und das müssen die Leute verstehen. Dann kann ich ein ganz anderes Verantwortungsgefühl. Wenn ein Kunde bei uns kündigt und der Kunde so und der hat einen riesigen Jahresvertrag, dann muss gewissermaßen kurz auch mal die Bude brennen. Die Leute müssen das checken, was das für ein riesiges Ding ist. Ja. Ja. Und nie per Slack, nochmal, kannst du nur sagen, habt ihr schon mal mit dem Partner per WhatsApp gestritten? Ja? Oder diskutiert? Nein. Ja, besser ist es. Ja, sowas funktioniert nicht. Naja, ja, safe. Um einmal per WhatsApp mit jemandem zu streiten, also, um ein sinnvolles Ende zu kommen. Das macht einfach keinen Sinn. Doch, deswegen ist das per E-Mail, das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist ja noch. Also, nee, darum antworte ich gar nicht. Man hat dann nochmal telefoniert und dann kam bei uns, ist das eigentlich alles okay. Man hat einfach genau miteinander vorbei sich. Genau, und das ist genau die Thematik bei Slack, weil da steht halt einfach nur, wie gesagt, also so 7% unserer Kommunikation wird durch Worte bestimmt. Der Rest ist Rhetorik, Körpersprache, Tonalität. Ja, so. Und du nimmst quasi diese 7% so her und interpretierst sie einfach. Ja, egal was er schreibt, egal was du schreibst, und denkst dir einfach, ich glaube, der ist einfach verpeilt, ich glaube, der ist einfach zu stumm, aber wissen musst du, tust es nicht. Naja. Also nimm den Hörer in die Hand und call mit ihm, am besten mach noch einen kurzen Zoom. Normal haben wir das auch dann immer, also wenn irgendwie sowas war, da haben wir meistens auch dann gezoomt einfach schnell. Ja. So, dann meinst du, jo, lass mal kurz bitte callen, so. Gestern habe ich es halt nicht gemacht, weil Event und ich habe es, aber du hast vollkommen recht, du kannst halt viel mehr rauslesen. Safe, ja, voll. Hat er die Verantwortung für das Kundenprojekt? Ja, hat er. Und das weißt du auch, dass er die Verantwortung hat? Ja. Ist er noch in der Probezeit? Leider nicht, nee. Das ist kein Problem. Aber jetzt seid ihr. Warte, ich bin so da, dass du die lange, wenn ich nicht fressen. Ja. Nee, nee. Ja, aber ganz kurz, weil du gesagt hast, umführen, also. Kann ich dich ganz kurz, weil er war vorher, wollte ich schon die ganze Zeit was sagen, ganz kurz. Nur. Du wolltest mir gerade notieren, die zwei Sachen, die du gerade gemeint hast bei Führung, von nichts ausgehen. Nichts erwarten, ohne es vorher abgesprochen zu haben und von nichts ausgehen. Also nicht, ich gehe davon aus, dass du das schon gemacht hast, sondern klare Kommunikation, was vor allem von Anfang an muss so geführt werden. So, weil sonst, wie gesagt, kommen später Sachen und du fragst dich, wie kann das passieren? Später, wie gesagt, ich habe alles schon mitbekommen von, wir stellen 5 Leute auf einmal an, bis die 8 besten Vertriebler stehen morgen vor der Tür und sagen, ey, wir hauen ab, wir haben einen neuen Partner. Ja, so. Also ich habe alles schon auch selber, alle Fehler selber gemacht, von nichts ausgehen. Und da, wenn ihr eine Buchempfehlung wollt, ja, die 5 Dysfunktionen eines Teams, gutes Buch, und die 5 Versuchungen eines CEOs. Das sind so die besten Bücher, die das Thema gut beschreiben. 5 Versuchungen eines CEOs und 5 Dysfunktionen eines Teams. Okay, nice. Ja, das fand ich gestern halt auch so nice von dir, weil du, wir haben ja über diese Werte gesprochen und mit den Werten halt auch führen, weil ich glaube, das. Deswegen habe ich da gestern auch so ein bisschen nachgefragt, weil ich glaube, das machen wir halt aktuell falsch, weil die Leute haben einfach die Werte nicht präsent, aber dadurch kannst du ja eigentlich geil führen und du sagst, jo, das Oberste ist, dass das Unternehmen halt wächst, so, und dass das Unternehmen, dass dem halt gut geht, so, und da kannst du dich halt immer wieder rückbeziehen. Ja. Dass du, jo, du hast gerade verkackt, das ist schlecht fürs Unternehmen. Ja, und dann würde ich mal gucken, so, wie fühlt sich das denn für die Person an? Ja. Also gerade in der Probezeit würde ich das mal gucken, weil wenn das sich für die Person in Ordnung anfühlt, wenn sie Fehler macht, dann. Und wenn es auch nicht sanktioniert wird, also wenn es auch nicht angesprochen wird, wenn es auch kein, wenn, also es ist halt Zuckerbrot und Peitsche, das ist ein Prinzip, das gibt es seit 1000 Jahren, ja, und das funktioniert halt immer noch. Ja, so. Wenn halt was gut, wenn gute Ergebnisse stattfinden, belohnen, und wenn schlechte Ergebnisse oder keine Ergebnisse stattfinden, auch bestrafen. Jetzt nicht bestrafen, kürzen das Gehalt oder so, ja, aber darüber sprechen und gucken, woran es liegt, also über die Lösung sprechen und gucken, wie man das verändern kann. So ein Fehler einmal darf passieren, ein Fehler zweimal nicht. So. Und so eine Kultur muss man halt erstmal mit den Mitarbeitern muss man lernen, ja, weil viele sind es halt gewohnt, die kommen vielleicht aus dem Mittelstand oder so, da sind dann so Kostenstellen egal, wenn der jetzt nichts macht, ja, wenn der keine Ergebnisse liefert, aber wir sind, denke ich, fast alle eigenfinanziert so, und haben irgendwie keine Investoren oder irgendwie so ein Geld, dass jeder Mitarbeiter wichtig ist und auch das Ergebnis von jedem Mitarbeiter wichtig ist. Und ja, voll. Musst du von Anfang an so in diese Führungsrichtung quasi reingehen. Und warum nicht von nichts ausgehen, weil die größten Fehler, die meisten in der Führung machen, weil sie es nie anders gelernt haben, ich auch am Anfang, man versucht, das vom Mitarbeiter zu erwarten, was man selber macht. Ja? So, wenn er um 19 Uhr oder um 20 Uhr den Kunden nicht nochmal anruft, ja? So, dann, ich würde es doch auch machen, warum macht der das nicht, ist der stumpf. Ja? Wenn du aber nie mit ihm vorher darüber geredet hast, dass es wichtig ist und warum es wichtig ist, ihn vielleicht um 20 Uhr anzurufen, dann kannst du das nicht von ihm erwarten. Das ist deine Verantwortung als Führungskraft. Und wenn immer auch
So, und da wieder Buchempfehlung, Extreme Ownership. Ja? Das ist ein richtig geiles Buch. So, das, was als Führungskraft das Mindset komplett verändert. So, wenn dein Mitarbeiter Scheiße baut, dann ist nicht der Mitarbeiter Scheiße, sondern bist du als Führungskraft Scheiße. Ja. Das ist ein Learning, das ist krass, das ist wehtut. Aber je früher du das lernst, je früher du selber erstmal nicht überlegst, okay, warum hat der das jetzt falsch gemacht, sondern fuck, was habe ich ihm falsch erklärt, dass der das jetzt so macht, so, desto besser ist das. Ja, voll, weil das kannst du halt beeinflussen auch. Genau. Das andere kannst du nicht beeinflussen, außer du schmeißt die Person raus. Aber kannst du halt alle rausschmeißen. Ja, so, wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht. Ja, safe. Dann geht's raus. Das was gleich, ne? Sorry. Ja, und zwar zum Thema, von man nichts ausgehen, eng führen, ist ja der Spagat zu Mikromanagement super nah, finde ich jetzt. Wie beschreibst du Mikromanagement? Ja, Mikromanagement ist, wenn ich zum Nico jeden Tag hingehe und sage, hey, hast du eine Aufgabe, Kick-up abgearbeitet? Nee, das nicht. Also wenn du das jeden Tag machen musst, dann hast du den falschen Mitarbeiter oder den falschen Prozess. Also es geht ja darum, mit eng führen meine ich, wenn Probleme auftauchen, dass du nicht erst bis übernächste Woche wartest, ja, und das mal beobachtest und dann mal auf Slack schreibst, hey, wie schaut es denn aus? Ja, sondern dass du einfach kurz einen Hörer in die Hand nimmst, dass du am Ende des Tages die Ergebnisse anschaust, ja, und in einem Weekly, was du vielleicht mit jedem Mitarbeiter hast, ja, was sinnvoll ist, das alle 2 Wochen zu machen beispielsweise, wo man über KPI spricht, wo man über Zielerreichungen spricht, ja, und dort solche Themen sozusagen ansprichst und halt daily die Zahlen auch irgendwo trackst und halt nicht, mach einfach ein Cold Calling und dann guckst du so nach 3 Wochen rein, denkst du so, okay, war jetzt nicht so geil, was er die letzten 3 Wochen gemacht hat, ja, dann ist das Kind auch schon rumgefallen, weißt du, ja. So, wenn es remote ist. Ja. Ja, was wir zum Beispiel auch krass haben, ist in unseren 1:1 Feedback gesprochen nach 2 Wochen, am Ende fragen wir halt, hey, Feedback von euch an uns, also was passt nicht, wo sollen wir uns verbessern, dass wir eigentlich auch aktives Feedback von Leuten bekommen. Dass sie teilweise sehr harmoniebedürftig sind und dann. Die geben mal keine. Die kommen nicht hinterm Berg vor. Das ist ja normal. Das ist ja auch die falsche Frage. Das ist ja auch die Frage, ja, was passt euch denn nicht? Gibt mal ehrliches Feedback. So. Was sollen die jetzt sagen? So. Geht in gewisse Teilbereiche und stellt einfach die richtigen Fragen. Ja, so. Wenn ihr selber merkt, okay, Mitarbeiter könnten in dem und dem Bereich nicht zufrieden sein, dann fragt ihr offen, ja, wie kommt ihr damit zurecht? Wie läuft das für euch? Ja, gut. So, sowas liebe ich, läuft gut. Ja, was heißt gut? So, kommst du damit zurecht? Ja? Gibt es irgendwas, was du dir da noch wünschen würdest? So. Ja, ja. Also du quasi auch mal richtig reinbaust. Ja, voll. Weil bei diesen offenen Fragen, das ist immer so. Ja, wir sagen, wie wenn du am Ende von einem Training fragst, ja, wie war das Training für euch? Da sitzt jetzt jemand, der sagt, ja, das war richtig scheiße. Ja, so. Ja, klar. Ansonsten hilft da einer von den Fragen, ja, starten, stoppen, beibehalten. Womit soll ich starten? Womit soll ich vielleicht stoppen? Und was sollen wir beibehalten? Starten, stoppen, beibehalten.